politischen Kampf macht gegen Abschiebung. Die Gruppe heißt Bedingungsloses Bleiberecht und ihr habt den Redner wahrscheinlich schon gesehen, der war nämlich heute auch hier an der Technik dabei. Und für Bedingungsloses Bleiberecht spricht heute Markus. Dankeschön. War jetzt eine 10-minütige Einführung, bevor ich dann zu meinem eigentlichen Redebeitrag komme. Aber ich muss, wir müssen dazu sagen, die Asylrechtsverschärfung gingen ungefähr 2014 los, die neueren Asylrechtsverschärfungen mit der Erklärung von Bosnien-Herzegowina, Serbien und Mazedonien als sichere Herkunftsstaaten. Das hat sich speziell gegen die Roma gerichtet. Damals sind wir schon auf die Straße gegangen, haben die grüne Parteizentrale mitbesetzt, um die grüne Partei dazu aufzufordern, im Bundesrat gegen dieses Gesetz zu stimmen. Mit den Stimmen der CDU-Grünen aus Baden-Württemberg wurde das Gesetz dann aber letztendlich doch verabschiedet. Nicht streiten hier vor der Bühne, wir sind alle solidarisch, we are one world, wir sind eine Welt, ja, und wenn wir uns streiten, dann streiten wir uns mit den Reichen da oben, ja, nicht untereinander. Ja, aber er will eine Zigarette von mir haben. Ja, gebt doch dem Mann mit dem Gesichtstattoo bitte eine Zigarette, das wäre wahnsinnig, das wäre ein Akt der Solidarität. Guck mal, Bruder, hier gibt es schon eine Zigarette, wir sind solidarisch mit allen. Im Laufe der Zeit wurde das Asylrecht immer weiter verschärft. Ey, mit so viel Hate in der Luft kann ich mich kaum konzentrieren. So, und ich gehe auf ein anderes Detail der deutschen Asylrechtsverschärfung, der deutschen Bleiberechtsverschärfung ein. Das ist der sogenannte EU-Türkei-Deal, der am Montag, den 20. März 2017, Geburtstag gefeiert hat. Ein wahres Monstrum an politischem Abkommen, ein Deal, der Geburtstag hatte und der wohl zu Recht als menschenverachtender Großversuch zur Abwehr Geflüchteter in die Geschichte der Europäischen Union eingehen wird. Seit über einem Jahr ist also in Kraft dieses Abkommen zwischen der Europäischen Union und der Türkei, das festlegt, dass alle Menschen, die über die Türkei die EU betreten, dort schon als ein sicheres Herkunftsland bewerteten Aufenthaltsstatus haben, wieder in die Türkei zurückgeschoben werden können. Seit über einem Jahr versucht die EU, diese Menschen auf den griechischen Inseln festzuhalten. Die mittlerweile riesigen Freiluftgefängnissen gleichen. Seit über einem Jahr haben Geflüchtete aus der ganzen Welt keinen Zugang mehr zu regulären Asylverfahren. Und seit über einem Jahr verschlechtern sich die Lebensbedingungen in den griechischen Hotspots. Da wird von Fluchtursachenbekämpfung gesprochen. Aber in Wirklichkeit geht es nur darum, Geflüchtete abzuwehren um jeden Preis. Hauptsache die Menschen tauchen nicht mehr hier bei uns auf. Hauptsache die Armen, Verfolgten und Elendigen bleiben draußen. Koste es, was es wolle. Es geht nie um Fluchtursachenbekämpfung, wenn in der großen Politik von Fluchtursachenbekämpfung gesprochen wird. Bei all diesen Entscheidungen, wie auch beim EU-Türkei-Deal, geht es ganz konkret darum, geflüchtete Menschen zu bekämpfen. Es geht nicht darum, die Probleme grundsätzlich zu lösen und die Welt so zu organisieren, dass niemand aufgrund von Krieg, Armut, Hunger oder Vertreibung fliehen muss. Für die Europäische Kommission und vor allem für die deutsche Bundesregierung besteht die Lösung des Problems offensichtlich darin, die Menschen einfach möglichst weit außerhalb der Europäischen Union festzuhalten und sie an der Einreise zu hindern. Mehr nicht. Die Leute sollen entsorgt und sachgerecht gelagert werden. Das sieht dann so aus, dass die Menschen der Türkei in riesigen Zeltstätten untergebracht sind, ohne Perspektive, ohne sinnvolle Beschäftigung und ohne Hoffnung. Ganze Biografien werden dort zerstört, ganze Leben lebendig begraben. Und das passiert auch bei den Abschiebungen in die sogenannten sicheren Herkunftsländer. Das passiert mit Menschen, die hier geboren sind, die hier seit 93, seit den 90er Jahren hier ein Aufenthaltsrecht haben und dann plötzlich über Nacht abgeschoben werden, wie es eben Tausenden von Roma passiert.
Was mit diesem Menschen passiert ist, interessiert aber nicht. Was so eine Behandlung mit den einzelnen Personen macht, ebenso wenig. Die Europäische Kommission verweist immer wieder auf Zahlen und Statistiken, wie gut der EU-Türkei-Deal funktionieren würde. Dass mit der Türkei nun ein Doorman gefunden wurde, der effektiv arbeitet und bei dem man halt dann die Sachen Menschenrechte ein paar Augen zudrücken muss. Dass die anhaltende Zerstörung kurdischer Städte durch das türkische Militär, die Absetzung von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern im Südosten der Türkei und der Einmarsch der Türkei in Syrien zur Bekämpfung der demokratischen Konföderation von Rojava nicht zur Sprache kommt, das darf in diesem Zusammenhang nicht wundern. Das gehört ganz offensichtlich zum Spiel und da darf man sich auch nicht zum Schiedsrichter der Menschenrechte ausspielen, wie Thomas de Maizière einmal sagte, auch wenn an anderer Stelle schon mal ein ganzer Krieg vom Zaun gebrochen wird oder der amerikanische Präsident 59 Marschflugkörper in Bewegung setzt wegen der Menschenrechte und Außenminister Sigmar Gabriel da durchaus Verständnis dafür hat, wie jetzt gerade. Das ist Realpolitik und die deutschen Parteien machen damit allesamt, bis auf die Linke, solange sie noch in der Opposition ist, weil wenn sie in der Landesregierung mitregiert, dann sieht die Sache auch schon wieder ganz anders aus. Die Türkei macht ihren Türsteherjob, damit der europäische Club sauber bleibt und alle feiern sich dafür. Es wird Zeit, diesen Clubbesitzern das Handwerk zu legen. Vor allem, weil sie auch noch mitverantwortlich sind für das Leid der Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen. Es wird Zeit, die Dinge grundsätzlich zu ändern, den EU-Türkei-Deal angreifen, Fluchtursachen bekämpfen, Anerkennung der Roma-spezifischen Fluchtgründe, Abschiebungen stoppen, hoch die internationale Solidarität. Danke.